Willkommen bei ocinsight.de. Heute schauen wir uns mal den ICLOG 741 SPB an. Hierbei handelt es sich um einen Wechselrahmen, den ihr in handelsübliche 3,5 Zoll Slots stecken könnt. Sprich ehemals da, wo die schönen Diskettenlaufwerke drin waren, die heute eigentlich keine Sau mehr braucht. Was das Ding so kann, gucken wir uns gleich mal an und vor allen Dingen, wie wir eine SSD einbauen. Viel Spaß dabei! Willkommen zurück. So, ausgepackt habe ich das gute Stück schon. Wertig ist es auf jeden Fall vom Metallgehäuse her. Also von dem her ist es alles abgerundet. Es ist ICLOG typisch gut verarbeitet. Und um das Ganze quasi in Betrieb zu nehmen, brauchen wir hier nur den kleinen Knopf drücken. Dann zieht man den Schacht raus. Und das ist das ganze Hexenwerk. Also im Endeffekt brauchen wir jetzt nur noch eine SSD nehmen. Und dazu ist zu beachten, es gibt hier schon vorgefertigt am Rahmen, der im Übrigen wirklich relativ stabil ist für Kunststoff, gibt es hier schon zwei Nasen. Das heißt, wir nehmen die SSD, stecken sie oben rein und macht es einmal Klick und dann hält die schon. Damit natürlich gar nichts passieren kann, müssen noch zwei Schrauben reingemacht werden. Die haben wir dann an der anderen Seite einfach einmal reindrehen. Und dann ist das Ganze bombenfest. Als nächstes müssen wir nur noch den Wechselrahmen nehmen, gucken, dass wir möglichst weit unten sind und dann flutscht das quasi schon rein. Und fertig sind wir. Einbauen, anschließend Spaß haben.